Willkommen zurück zu Gothic. Ich habe noch ganz viel Erz zu verteilen. Nicht Erz. Ich sage immer Erz. Ich meinte natürlich Sumpfkraut. Ganz viel Sumpfkraut zu verteilen. Und den Lurker zu besiegen. Aber zuerst mal will ich das Kraut verkaufen. In der Kneipe, in der Taverne habe ich ja schon meine Geschäfte gemacht. Der andere Baal hat leider kein Erz, aber es gab doch einige von den Banditen, die immer mal wieder gemeint haben, wenn du noch was hast, irgendwas zu rauchen, dann bring mir das vorbei. Ich guck einfach mal. Nicht alles glauben, was man hört. Haha, natürlich. Willst du etwas Sumpfkraut? Das funktioniert immer noch. Ich geb dir 10 Erz dafür, wenn du mal wieder was... So, Moment. Welches Sumpfkraut? Wo finde ich Laris? Was? Ich bin doch schon raus. Ich bin ins Inventar. Welches Sumpfkraut habe ich dem gegeben? Den Traumruf, ne? Für 20... Nee, nicht wirklich. Ich habe dem eine grüne Novizin gegeben für 8. Und er hat 10 dafür bezahlt. Hoffe ich doch. 9, 19, 9. Schauen wir mal. Jetzt gebe ich dir noch ein bisschen was. Ich bin... Auch für 10 Erz. Und ja, das ist der billigste für 8, den ich jetzt für 10 Erz verkauft habe. Sehr schön. Von euch handelt leider keiner. Sharky, handelst du? Du handelst doch, nicht wahr? Ich könnte ein paar... Richtig, du hast Erz. Sehr schön, was hast du denn noch so? Wenn ich gerade schon dabei bin, die verwitterte Axt. Ja, du hast keine bessere Waffe, als ich schon habe. Schade. Ich tue erstmal das Sumpfkraut rein. Mal gucken, wie viel das dann insgesamt wert ist. Hat er überhaupt genug? Das sieht nämlich gerade nicht so aus. Aber ich kann ihm jetzt zumindest mal sein ganzes Erz abnehmen. Die Dietriche müsste ich mir eigentlich aufschnappen und dann müsste ich Schlösser knacken lernen. Ich hatte nämlich so eine Vermutung, dass man im alten Lager den Schmied nachts ausrauben kann. Das klappt bestimmt ziemlich gut. Ich glaube, das mache ich einfach mal. Ich kaufe noch ein paar Dietriche dazu. Ich muss dann halt allerdings noch das Lernen zu benutzen. So, mit Pfeilen auffüllen und damit habe ich dem sein komplettes Erz. Ich glaube, ihr habt das Sumpfkraut auch jetzt schon komplett los, ne? Voll gut. Auch wenn ich jetzt natürlich nur relativ wenig Erz dafür gekriegt habe, verglichen mit... Hey, du! Einzelverkaufen. Wer? Ich? Genau du! Komm mal her! Ja, ich bin hier. Was willst du von mir? Du bist noch nicht lange hier, was? Sowas sehe ich direkt. Es gibt eine Menge Sachen, die du hier wissen musst. Einige davon kann ich dir beibringen. Außerdem musst du hier aufpassen, mit wem du redest. Butch zum Beispiel. Der Typ da drüben am Lagerfeuer. Vor dem musst du dich in Acht nehmen. Mhm. Was ist mit Butch? Er hat die fiese Angewohnheit, Neuen zur Begrüßung das Fell über die Ohren zu ziehen. Ups. Also geh ihm am besten aus dem Weg. Das klingt nicht so erfreulich, aber was hast du mir denn beizubringen? Zufällig Schlösser knacken? Was kannst du mir beibringen? Kommt drauf an. Was willst du wissen? Schlösser knacken. Schlösser knacken. Sehr schön. Schlösser knacken Stufe 1. Ich habe 10 Lernpunkte. Und... kriege ich noch eine Stufe, bis ich zurück bin im alten Lager? Bestimmt. Wie würde ich besser am Knacken von Schlössern? Das willst du gerne wissen, hm? Ja. Ist für den Anfang nicht so schwer. Du musst vor allem darauf achten, dass dir dein Dietrich nicht abbricht. Wenn du in Zukunft mit weniger Gewalt an die Sache rangehst, wirst du merken, dass du weniger Dietriche verbrauchst. Okay. Bisher hatte ich 90% Fehlschlagswahrscheinlichkeit und jetzt 50%. Das ist schon deutlich weniger. Das ist die fünffache Erfolgswahrscheinlichkeit. Bandit. Ich würde gerne noch mit Lee reden. Das ist ja der andere Anführer, der Anführer der Söldner. Ich kann dir die hohe Kunst der Körper beherrschen. Ach so, das ist der da. Nee, lass mal. Mit dem habe ich ja schon gequatscht. Banditen. Ich glaube, Lee ist irgendwo hier drüben. So, wen haben wir denn hier? Wolf! Du siehst aus, als könntest du mir was beibringen. Ah, ein Bogen. Wie komme ich an Fälle und heute? Nein! Wie komme ich an Fälle und heute?
Auf dem Weg zum neuen Lager findest du Aida. Ah. Er kann dir beibringen, wie du das war aber das Lager vorhin bei den Wölfen. Bradford und Drax treiben sich nördlich vom alten Lager rum. Die kenne ich schon. Auf dem Weg zum Austauschplatz. Handelst du noch mit was anderem? Ich kaufe Felle und Häute von den Jägern. Wenn du an sowas rankommst, kaufe ich dir die Sachen ab. 212 Erz hast du? Sehr schön. Mein Traum. Nett. 220 Pfeile. Oh, sehr schön, sehr schön. Ich sehe schon, bei dir ist einiges zu holen. Das ist gut zu wissen. Wolf hat viel Erz und viele Pfeile. Übrigens, apropos Erz. Das da unten. Sieht ziemlich mächtig aus. Und das ist der Erzhaufen der Magier. Ich glaube, das ist mehr als ein paar hundert Erz, die ich habe. Deutlich mehr. Das könnte sogar schon in die Millionen gehen. Aber 100.000 sind es bestimmt. Shrike! Wie sieht's aus? Verpiss dich! Ich könnte ihn jetzt so behandeln wie Matt im alten Lager mich. Aber ich glaube, das wird nix. Hey, ein neues Gesicht. Wer bist du? Ich bin Gorm, Söldner der Magier. Okay. Was muss ich tun, um im neuen Lager aufgenommen zu werden? Bevor dich Lieb aufnimmt, musst du lernen, besser zu kämpfen. Okay. Egal mit welcher Waffe, aber du musst gut sein. Außerdem musst du viel Erfahrung haben mit dem Leben hier und allem. Stufe 5 war's, wenn du keine Lust hast, in die anderen Lager zu gehen, solltest du dich den Banditen anschließen, bevor du als Söldner anfängst. Und wie werde ich Bandit? Kann ich hier irgendwo pennen, ohne dass ich vorher jemand aus einer Hütte prügeln muss? Ich fürchte nicht. Aber wenn du das wirklich vorhast, geh zu Shrike. Er hat sich die Hütte ganz vorne am Höhleneingang geschnappt. Sie stand leer. Aber eigentlich gehörte sie uns. Uns? Den Söldnern eben. Söldner und Banditen leben hier getrennt. Und normalerweise hat keiner aus Laris Bande was auf dieser Seite des großen Loches zu suchen. Okay. Im Grunde ist es völlig egal. Aber er hat niemanden gefragt. Und man kann den Banditen nicht alles durchgehen lassen, sonst werden sie aufmüpfig. Das heißt, Laris ist der Anführer Bis der Banditen. Später. Lars ist der Anführer der Banditen und Lee ist der Anführer der Söldner. Ich nehme an, solange ich noch nicht mal Bandit bin, brauche ich gar nicht erst versuchen, Söldner zu werden. Aber ich werde trotzdem mal mit Lee reden. Ich will bei euch mitmachen. Bevor du nicht einiges auf dem Kasten hast, ja, wird auch hier wieder. Und bis du besser bist, solltest du dich mit Lars und seinen okay. Jungs gut stellen. Wenn du einen Tipp willst, Junge. Klau was Wichtiges aus dem alten Lager oder der alten Mine. Wenn die Jungs hier merken, dass du gegen Gomez bist, hast du hier keine Probleme mehr. Und wie stelle ich das an? Du musst ihr Vertrauen gewinnen und dann haust du sie übers Ohr. Das klingt nach einem Plan. Wer bist du? Ich bin Tarloth. Hab als Maat auf einem der königlichen Kriegsschiffe bei einer Meuterei mitgemacht. Kam nicht so gut an. Ach was. Der größte Teil der Mannschaft war auf der Seite des Captains. Seitdem bin ich hier. Das klingt eher unerfreulich. Aber cool, ja. Und da habt ihr jetzt den Grund, warum ich wieder zurückgehen werde ins alte Lager. Nämlich um dort so zu tun, als wollte ich mich anschließen. In der Hoffnung, irgendwas Tolles oder irgendwas Wichtiges zu finden, das ich dann im neuen Lager vorbeibringen kann. Du weißt, wo du hier hinkommst? Wohin? Hier geht es zu Lee, unserem Anführer. In seiner Haut will ich trotzdem nicht stecken. Was muss ich machen, damit er mich zu Lee lässt? Gar nichts. Das hier ist nicht das alte Lager und Lee ist nicht Gomez. Er braucht keine Armee von Schergen, hinter denen er sich verstecken kann. Er kann sich selber verteidigen. Wir sind nur hier, falls er uns braucht. Na super, das klingt doch sympathisch. Genau das mag ich am neuen Lager. Hierarchien. Jeder kann mit jedem quatschen, solange man sich nicht verprügelt. Hi, du. Du bist der Chef der Söldner, richtig? Das ist richtig, mein Junge. Was sind die Aufgaben eines Söldners der Magier? Ganz einfach. Beschütze das Erz, beschütze die Magier. Manchmal haben die Magier aber auch eine besondere Aufgabe für einen von uns. Ich will bei euch mitmachen. Du hast Nerven. Denkst du, ich nehme direkt jeden, der hier reinkommt? Nein, aber mich... Erst wenn du einige Zeit hier im Lager bist, kannst du einer von uns werden. Ich werde dich beobachten. Immerhin, gut zu wissen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Hallo Urik. Was bist du denn für einer? Ich habe doch kein Sumpfkraut dabei. Habe ich noch Sumpfkraut dabei? Nö, ich habe kein Sumpfkraut dabei. Mach doch nicht so einen Unsinn. Was gibt's denn hier zu lesen? Sehr interessant. Nein. Ich hätte schon früher abgebrochen, aber die Animation ging leider so lange. Und hier geht's wahrscheinlich zu den Magiern dann, hm? Halt! Niemand darf ohne Parole passieren! Dann hätte ich gerne eine. Ich will eine Parole. Na. Okay. Da will ich es nicht drauf anlegen. Weil hier gilt noch viel mehr als im neuen Lager. Wenn man irgendwas tut, was irgendeinem nicht passt, dann wird man verprügelt. Okay, so, ich könnte diesen Typ da verprügeln, um mir diese Hütte zu schnappen. Bevor ich das tue, will ich allerdings eine Runde speichern. Dummsi-dumm. Boah, ich kann dir noch nicht mal richtig schaden machen. Ach, verdammt. Ich bin einfach viel zu schwach. Ich brauche eine bessere Waffe und eine bessere Rüstung, so wie er gerade reingehauen hat. Nee, Mist, das wird so nix. Für die bessere Rüstung müsste ich wahrscheinlich erstmal Bandit werden. Ja, ansonsten... Der Krautverkäufer. Achso, ja, genau. Da kann ich jetzt mal noch eben hingehen und die Belohnung, also die Erfahrung, die ich hoffentlich noch kriegen werde. Danach, wenn es 400 Punkte sind, bin ich sogar schon die nächste Stufe auf der nächsten Stufe und kann Tiere ausnehmen lernen. Okay, das ist erledigt. Vielleicht, ja, mal gucken, wie viel Erfahrung es gibt. Ich habe ja, das Kraut verkauft. Yeah. Meine 200? Hier sind sie. Gut, jetzt kann mich Baal Kagan mal. Ich helfe doch gerne. War eine gute Idee, mit dir Geschäfte zu machen. Zeig mir was. Hier. Er hat 200 Erz. Das heißt, ich könnte jetzt... ja, komm, das mach ich doch einfach mal. Ich gebe eben mal ein paar Pfeile und schnapp mir genauso viel Erz zurück von ihm. Vielleicht kann ich mir davon hier irgendwas Tolles kaufen. Ich muss halt bloß aufpassen, dass ich nicht überfallen werde, weil ich dann das ganze Erz wieder verliere. Wer war das, der viel handeln konnte? Irgendwo oben, ich glaube Wolf war es oder so, ne? Oder Kord? Nee, nicht Kord. Wolf war es. Habe ich Lernpunkte? Ich habe 10 Lernpunkte und ich habe genug Erz. Ich könnte einen Händler Level 2 lernen. Nee, ich will lieber Tiere ausnehmen lernen. Das ist mir erstmal wichtiger, um noch mehr Geld zu machen. Und wenn ich dann schon dabei bin... Dann kann ich ja auch noch ein paar Stufen aufsteigen. Ich muss ja eh noch 2 Stufen aufsteigen, um aufgenommen zu werden. Ich brauche heute Stufe 5. Da unten ist irgendwas im Wasser. Sieht aus wie eine versunkene Hütte. Interessant. So, jetzt schnappe ich mir erstmal den Lurker hier. Damit der Damm wieder sicher ist. Ich meine nicht, dass unten die Reisfelder überschwemmt, noch mehr überschwemmt werden und kaputt gehen. Dann hätte ja das neue Lager nichts mehr zu essen. Das wäre ja ärgerlich. Schließlich ist es ja hoffentlich mein zukünftiges Lager. Da ist er. Ich hab ihn. Ich hoffe, den da kriege ich wenigstens im Gegensatz zu dem Typen an der Hütte kaputt. Ich könnte ihn natürlich rüberlocken. Ich mache ihm unglaublich viel Schaden. Nicht. Folge mir. Komm, folge mir. Hinterher. Ist er da? Nee, ne? Okay, das klappt so nicht. Ich brauche eine bessere Waffe. Ich brauche möglichst schnell eine möglichst gute Waffe. Wo kriege ich die her? Im alten Lager kann ich mir eine Waffe kaufen. Gehe ich doch mal zum alten Lager. Da muss ich mir eh noch ein bisschen einschleimen. Okay. Dann war es das jetzt erstmal im neuen Lager. Viel mehr kann ich hier gerade nicht machen. Wobei, ich hab Mordrak die Nachricht von Laris überbracht. Ich könnte jetzt nochmal zu Laris zurückgehen und gucken, wie er gerade über mich denkt. Und dann... das neue Lager in der nächsten Folge machen. Ich glaube, das mache ich so. Die
Folge. Ja, die Folge reicht nicht mehr ganz aus, um ins alte Lager zurückzugehen. Dann mache ich das mal eben. Geh noch eben schnell zu Laris und gucken, was er dazu sagt. Warum hat Mordrak eigentlich gesagt, dass er denkt, dass sich das bald von selbst erledigen wird? Mit dem Spion im Lager. Im Sektenlager. Ich weiß es nicht. Hoffentlich sieht das Spiel nicht vor, mich darüber zu schicken. Wobei, es wäre schon mal interessant, da hinzugehen. Hast du jetzt eigentlich irgendwas zu sagen, nachdem ich... Zeig mir deine Wahl. Wie du... Nachdem der andere jetzt seine Aufgabe erledigt hat? Nee, ne? Na ja, klar. Du bist auch nur ein Bandit. Okay, auf zu Laris. Moskau, hast du noch was Neues? Nö. Hey Laris, alter Kumpel. Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Stufe 5 natürlich. Mordrak hat sich für dich eingesetzt, aber du bist noch nicht bereit. Erledige deine Aufgabe. Ja, ist doch okay. Ich will mich nicht verbessern. Nein, ich wollte nur einmal nach unten drücken. Was kann ich noch machen? Baal Isidro aus dem Sektenlager hat Kraut im Wert von mindestens 400 Erz bei sich. Ich will, dass du es ihm abnimmst. Egal wie. Wenn du den Riesenhaufen Kraut meinst, den hab ich mir schon unter den Nagel gerissen. Du scheinst mir einer von der schnellen Sorte zu sein. Wenn du das Kraut hast, verkauf es. Nein! Die 400 Erz bringst du zu mir. Dann unterhalten wir uns nochmal darüber, ob du in die Bande aufgenommen wirst. Das war schon wieder doppelt, obwohl ich noch einmal wollte. Mal schauen, habe ich 400? Ich habe 400 Erz. Das könnte ich sogar glatt machen. Aber... Nee. Ich besorge die 400 Erz nochmal neu. Nämlich im alten Lager. Zuerst möchte ich aber die 400 Erz ausgeben. Oder zumindest einen Teil davon, um mir eine vernünftige Waffe zu kaufen. Keine Sorge, Laris, du kriegst deine 400 Erz. Na, wobei, vielleicht schickt er mich ja selber ins alte Lager, dann müsste ich ja zweimal laufen. Okay, ich gebe ihm das Geld. Ich kann hier im alten Lager auch zuerst das Geld besorgen und dann die Waffe kaufen. Oder direkt von dem Liebesgut die Waffe kaufen. Okay, sehr gut. Ich bitte die Wiederholung zu entschuldigen. Laris? Nein, nicht den Wein klauen. Laris ansprechen. Ich habe die 400 Erz. Gut. Sehr gut. Ich denke, das reicht jetzt. Reicht das, um bei euch aufgenommen zu werden? Mordrak hat sich für dich eingesetzt, aber du bist noch nicht bereit. Okay, was kann ich noch tun? Nö, dann ist meine restliche Aufgabe noch Stufe 5 zu erreichen. Alles klar? Und das werde ich dann mal im alten Lager oder auf dem Weg zum alten Lager versuchen. Mir eine neue Waffe kaufen, das alte Lager ein bisschen ausräumen, mich im alten Lager ein bisschen einschleimen, bisschen Erfahrung sammeln und dann, wenn ich was Wichtiges aus dem alten Lager bekomme, hier wieder auftauchen und mich endgültig einschleimen. Hehe. Wobei ich das Wichtige aus dem alten Lager wahrscheinlich brauche, um Söldner zu werden, nicht um Bandit zu werden, aber ich will ja Söldner werden. Von daher, die Folge müsste jetzt so knapp 20 Minuten lang sein. Richtig. Ich müsste noch eine Portion Wasser verteilen, glaube ich. Ich weiß jetzt nicht, was passiert, wenn ich Lefty treffe. Ich habe kein Wasser mehr dabei. Das will ich mal eben noch ausprobieren in der Folge. Ob er mich dann gleich umhaut oder mir noch eine Portion Wasser gibt. Hey du! Ja? Ich habe dir doch gesagt, du sollst den Bauern Wasser bringen. Ich mag es nicht, wenn man mir Sachen verspricht und sie dann nicht hält. Mist. Tu das. Ja, so viel dazu. Okay. Bevor ich mich also bei Lefty wieder blicken lasse, muss ich wahrscheinlich den Umweg über die Reisfelder nehmen und beim Reisbaron hochklettern, um mir Wasser zu besorgen, um es bei den Bauern zu verteilen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, eine Flasche sollte dafür eigentlich schon ausreichen. Damit der Typ mich erstmal in Ruhe lässt. Und wenn ich jetzt das Wasser besorge, dann habe ich das nächste Mal, wenn ich wieder hierher komme, die Möglichkeit einfach... Könntest du vielleicht einfach da hochklettern? Sag mal, bist du so blöd? Kann man da echt nicht hoch? Geht doch. Dann habe ich nächstes Mal, wenn ich hierher komme, die Möglichkeit, unten dem Bauern Wasser in die Hand zu drücken
Und dann lässt mich Lefty auch in Ruhe, wenn ich wieder hochlaufe. Lefty schickt mich. Ach so. Ich soll Wasser bringen. Ich soll... Das war gestern, Bursche. Geh besser zu ihm. Er hat dir was zu sagen. Hä? Ich hab das doch verteilt. Was? Ich hab doch das Wasser verteilt. Was soll das denn? Leider habe ich gegen den wahrscheinlich gerade keine Chance. Aber ich habe ja gerade davor gespeichert. Ich probiere es mal aus. Was soll's? Nee, das ist eine blöde Idee. Dumm-di-dumm. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.